Ey, yo, was geht? Hier kommt ein krasses Unboxing, ja du. Nee, Spaß beiseite. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten und weiteren Unboxing. Ja, wie man hier sehen kann, handelt es sich hier um eine weitere Grafikkarte von mir. Und zwar ist es die Asus AMD Radeon HD 7790, die ich euch einmal vorstellen will. Und vorweg, was ich euch einmal sagen will, hier in YouTube, in meinem Kanal, soweit ich auch gesehen habe, ist hier kein deutsches Unboxing hier zu sehen. Und ich denke, bin ich hier wahrscheinlich der Erste, der sowas hier macht. ja, das wollte ich kurz einmal gesagt haben. Machen wir hier einmal weiter. Dies ist die DAIC CO2 OC Edition. Wie man hier sehen kann. Und des Weiteren hat diese Grafikkarte 1 GB DDR5 Arbeitsspeicher und GPU Tweak. Da will ich euch gerne mal was drüber zeigen. Außerdem mit Windows 8 kompatibel. Und ansonsten gibt es hier nichts mehr zu zeigen. Drehen wir das Ganze mal hier um. Sehen wir hier unten, hinten hier noch ein paar Details, und zwar ja, drauf zurück zu GPU Tweak hier zu sehen. Ja, ich denke, das ist irgendwie ein Programm, womit man die Grafikkarte noch mal zusätzlich übertakten kann, aber in meinem Fall ist das nichts, da die schon von Werk aus übertaktet ist. Darum denke ich mal, von der Leistung wird die für mich dann reichen. Ja, hier unten, ich weiß nicht, was ihr sehen könnt, gehen wir mal ein bisschen näher dran. Und zwar folgendes in diesem kleinen Bild zu sehen: kann diese Grafikkarte bis 6 Monitor anschließen. Und ja, hier noch die Anschlüsse, da will ich euch auch gerne mal was drüber zeigen. Und außerdem hat es schon so den neuen DirectX 11.1 Support, was ich ganz gut finde. ja, das einmal dazu. Ja, dann wollen wir das Ganze einfach mal hier auspacken. Wir schauen rein, was ist alles dabei. So, dann befindet sich hier zum ersten einmal noch eine weitere Box. Und bisschen das Karton. So, das machen wir hier einmal wieder zu. So, machen wir das hier hin. Ja, so, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier einmal ein, ja, eine kleine Betriebsanleitung, wie man die Grafikkarte verbaut, in verschiedenen Sprachen, wie man hier auch sehen kann. Und ja, ich denke, der Rest spricht sich von selbst. Ja, außerdem haben wir dann hier noch eine Installationstreiber-CD mit dem Programm GPU Tweak. Zum Treiber kann ich euch nur empfehlen, gleich die neuesten runterzuladen auf der Webseite von AMD, da auf dieser CD meistens nur veraltete Treiber drauf sind, die nicht so empfehlenswert sind. Dann lieber gleich die neuen Treiber. Ja, zum Zubehör haben wir dann hier noch des Weiteren dabei, was immer zur Lieferung dabei ist, hier ein Adapter von VGA zu DVI, den man wahrscheinlich nicht so oft braucht. Und dann haben wir hier noch einen Crossfire-Adapter, um damit zwei Grafikkarten zu betreiben, wenn man das dann möchte und auch braucht. Ja. Ja, das dazu. Dann kommen wir jetzt zu der Grafikkarte, die wir hier einfach vorsichtig rausnehmen. So, dann die Verpackung tun wir auch zur Seite. Dann wollen wir das einfach mal hier aus dieser, ja, dieser Plastiktüte rausnehmen. So, schon immer so ein bisschen vorsichtig sein. So, hier haben wir auch schon das gute Stück. So, ich glaube, wir gehen auch ein bisschen näher hier ran, würde ich sagen.
Vielleicht so in etwa. Ja, optisch schon gesehen, gefällt sie mir. Das Gehäuse sieht auch ganz schön aus, finde ich, meiner Meinung nach. Und hier sehen wir auch hier die wunderschönen zwei Lüfter, die auch leise sind. Gehe ich mal von aus. ja, des Weiteren zu den Anschlüssen. Hier unten einmal PCI Express X16. Und hier vorne sehen wir noch weitere Anschlüsse. Sehen wir hier die zweimal DVI, einmal HDMI und einmal DisplayPort. Und ja, hier sehen wir die zwei Headpipes. Und hier sehen wir auch nochmal den Anschluss, wo man den Crossfire Adapter dran anschließen kann, was ich euch eben gezeigt habe. Und dann haben wir hier hinten dann noch zu den 1x6-poligen Stromanschluss, der sich hier unter diesem Gehäuse befindet. Und ja. So sieht das Ganze von hinten aus. So. Ja. Ja, das dazu. Ja, diese Karte habe ich mir vor 2 Tagen bestellt und heute kam sie an, was auch recht schnell ging. War ich auch froh drüber. ja, was die Leistung betrifft, ich kann es euch nur empfehlen. Ist auf jeden Fall sein Geld wert. Ja, als Mittelklasse-Gaming-Karte reicht die vollkommen aus und sollte damit für jedes Spiel, die so auf dem Markt sind, spielbar sein. Und ja, auch gut zum Aufrüsten, wenn man jetzt noch eine ältere Grafikkarte hat, habe ich mir einfach mal diese Grafikkarte gegönnt und weil sie mir auch halt gefiel und von der Leistung war sie mir auf jeden Fall wert. Und ja, ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Wer auch diese Grafikkarte haben will, kauft sie euch und dann werdet ihr sicherlich damit lange Freude und euren Spaß dran haben. Ja, das dazu alles. Ja, ich denke mal, es wird noch ein Review geben. Da werde ich euch dann zu der Karte etwas mehr zeigen, was sie so an Leistung so bringt, was sie so kann. Und dann werde ich damit auf jeden Fall meinen Spaß damit haben. Ja, in dem Sinne war es das ja schon in den Unboxing eines Asus AMD Radeon HD 7790. Ich würde mich freuen über eure Kommentare, bewertet mich, abonniert mich, macht den Daumen hoch und ich sage tschüss, adieu und bis dann. Ciao.